Christine Zehnbauer kocht vor Wut. Sie hat den Stromanbieter gewechselt und der Ärger nahm seinen Lauf. Die 45-Jährige sagt, sie hat immer gezahlt, aber jetzt sitzt sie im Dunkeln. So einiges lief wohl schief. Also ich bin seit 2 Wochen ohne Strom und ich war bei Clever Energy und die habe ich reingelegt. Und jetzt muss ich 700 Euro bezahlen, ich bezahle aber immer noch keinen Strom. Aber komischerweise, wo mein Strom abgestellt worden ist, Hutzkäse, ich wohne in der oberen Zehnbauerstraße, gibt's gar nicht. Gibt's nie. Oberriedsoße, ja. Hab aber die Bestätigung alles und jetzt auf einmal sagen sie, ich werde drin. Hab aber die Bestätigung, ich hab alles, was du weißt, so. Ich muss mich unter den nicht verarschen. Ganz einfach. Es ist so, die sind für mich flach und die sind ganz einfach. Ah ja, bin ich wütend. Ich hock da ohne Strom. Wissen Sie, wie das ist? Ohne Strom da zu hocken. Man ist alles kaputt. Hab alles ausräumen müssen. Das geht gar nicht. Das sind, sind das. Tut mir leid, aber ich muss sagen, ich fühle mich verarscht. Ich hock da im Dunkeln. Ich fühle mich nicht verarscht. Ich fühle mich betrogen. Das sind Schweine. Ich kann nicht mehr. Die sollen mal was machen bei uns. Die sollen mal uns helfen, die deutschen Idioten. Nicht immer den Außerirdischen da. Die sollen uns helfen, nicht die Außerirdischen. Nun, Außerirdische kommen vielleicht ohne Strom aus, aber nicht die Küche von Frau Zehnbauer. Sie bleibt kalt, seit die Energie abgeklemmt ist. Ich war in der Wohnung, hab gestaubsaugt. Auf einmal war alles aus. Und bin dann runter und denke ich, oh, irgendwas stimmt doch nicht. Ja, da war einer und ein Mann. Also, ich bin schnell losgegangen, also, ich muss so, kannst du mal bei mir klingeln, mir Bescheid sagen? Nicht mal Bescheid gesagt. Was haben Sie mit dem Mann gemacht? Gar nichts, nein, ich war brav. Hab ich nichts gemacht. Ich hab nur alles zusammengegessen. Ich gebe es zu, ich hab zu ihm gesagt, du Arsch und alles, ne? Ich gebe es auch zu, ich lieg nicht. Gut, ich war hier dann einfach auch. Der Mann war wirklich sehr nett. Also, muss ich sagen, Tisch 1, den tust du hochloben, ne? Bescheid habe ich, dass es bezahlt ist, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt aufgeht, der Strom. Geht er nicht auf? Drehe ich durch, sag so wie es ist, ich drehe durch, ich drehe. Ah, dann flippe ich aus.